Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Star Wars The Force Unleashed 1. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Ups. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa. Esst auf, Senator. Toll. Warum haltet ihr mich hier fest, Maris? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst nicht. Mein neues Haustier ist sehr hungrig. Ich sehe jetzt erst diese Felicianer aus der Nähe. Alter, sind die hässlich. Gut, dass wir Kota nicht gesagt haben, dass wir Shakti umgebracht haben. Was ist denn hier los? Versucht das Imperium auch den Senator gefangen zu nehmen oder wie ist das zu verstehen? Ich warte erstmal, bis die eine Seite gewonnen hat. Das Outfit gefällt mir von ihm auch jetzt leicht besser. Seid ihr da drüben bald mal tot? Sie sehen ziemlich tot aus. Guck da mal. Ich bin hier der Neue. Hab da mal eine Frage. Wo geht's hier zu Bail Organa? Ach, das wisst ihr auch nicht. Ach, verdammt. Immer noch was? Das macht das Imperium hier. Oh nein, ernsthaft. Aufräumen. Au, 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 au. So, komm. Nein, ich will nicht schon wieder in diese blöde Suppe. So, komm. Oh nee. Sag mal, kann das sein, dass die rebellieren? Ich fände es Zöfte. Ja, technisch gesehen müsste das Imperium hier auch einen Außenposten haben. Und das haben sie auch. Ich würde mal schätzen. Komm schon, komm, komm, komm. Blob, blob, blob. Genau so. Na? Na? Falsche Richtung, mein Freund. Ein bisschen durch die Pampa manchen. Tja. Wenn man halt nur gehen kann. Und mehr nichts anderes. Ach komm, jetzt habe ich den falschen elektrizisiert. Danke. Oh na, oh, jetzt sag mal, wieso haben die eigentlich überall Raketenwerfer? Zack, danke. Hi, wie geht's denn so? Na, der macht ja Schaden im Nahkampf, da war ja was. Naja, dafür habe ich das. Ich kann ihn leider nicht hochheben. Das ist ja anscheinend ein bisschen zu schwer für das Ding. Arme Starkiller. Sieht doch mal an, was das für ein Würstchen ist. Kriegt doch niemand so einen tollen Typ hoch.
anscheinend jedenfalls, ich würde mal sagen, jetzt noch nicht. Flop, komm. So. Also diese Aufräumtruppen werden langsam leicht nervig. Los, komm. So. So vielleicht. Boom. Irgendwelche Kombinationen halt. Kann ich den eigentlich packen? Das wäre doch lustig. Nein, ich kann ihn nicht packen. Nein, ich kann ihn nicht packen. Dazu ist er leider zu groß. Dafür gebe ich ihm erstmal wieder ein bisschen Blitz. Dann kriege ich auch wieder Leben. Hallo? Viel mehr Imperiale. Frage mich, wie ich jetzt mit dem jetzigen Level... nochmal Felucia bestreiten würde, wie das abgehen würde. Hoppala, komm, 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 komm. Oh, guck doch mal, immer mit Flammenwerfer-Truppen. Ich muss sagen, da ich habe ja das Spiel schon mal durchgespielt, auch wenn das auf dem DS war und ewig her. Diese Flammenwerfer-Truppen, die kannte ich noch nicht. Wie komme ich da ran? Moment, gucken wir uns das mal kurz an. Gucken wir uns das mal kurz an. Gucken wir uns das mal kurz an. Ich spring hier drauf. Dann geht's hier hoch. Nee, oder? Geht hier lang. Geht hier lang. Hey! Was soll das denn jetzt? Oh, ein normaler AT-ST. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Gut. Von wo kam ich? Bin vollkommen verwirrt. Okay, ich komme also von hier. Stimmt das ungefähr? Ja, das stimmt. So. Aua. Alter, diese... Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Ich schieb das mal alles auf die dummen Lasergeschütze da oben. Au. Das gab Fett aufs Fressbrett. Ich stelle mich aber jetzt gerade schon besser an als eben. Also in der ersten Folge von heute. Okay, gut. Junge. Diese MGs von denen regen überhaupt nicht auf. Das ist sehr entspannend. So, komm. Ja, aber ich frag mich echt, was das Perim hier macht. Das kann jetzt nicht nur am imperialen Außenposten liegen. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal hier hin. Dann gehe ich nochmal hier hin. Wenn er jetzt wieder getriggert wird, dann finde ich das leicht unkoscher. Oh, Junge! Ja, ist gut. Ich hock da doch nicht aus Spaß. Alter. So langsam krieg's Kotzen. Kann man das vielleicht nachvollziehen? Alter. Alter. Okay, gut, gut. Ich kotze im Strahl. Ich verstecke mich jetzt mal hier. So, jetzt lass mich endlich da hochgehen. Danke. Jetzt habe ich das Holocron. Jetzt kann ich die Geschütze ausschalten. Ich habe auch nebenbei ein neues Leben bekommen. Ist noch ein Holocron. Da oben komme ich, glaube ich, so schnell nicht hin, oder? Ah, nee, ich rutsche runter. Was ist mit dem AT-ST passiert? Wirklich interessant finde ich das gerade.
Naja. Ich gehe dann mal weiter, ne? Hey, eben ging das noch. Mach ich halt so. Schrei mich. Ja, nicht noch einer. Oh doch. Ich glaube, der interessiert sich diesmal weniger für mich. Alter, Junge. Ich gehe einfach weiter. Wiedersehen. Fette imperiale Basis. Tag. Oh, wie konnte? Juno, seht ihr das? Ja, ich sehe das. Wieso in aller Welt würde das Imperium so etwas machen? Sie brauchen keinen Grund. Aber ich wette, sie verfolgen die letzten verbliebenen Felucianer. Master, den imperialen Plänen zufolge wird der zentrale Lift von Generatoren auf die einzelnen Kranplattformen gesteuert. Fahren Sie die Generatoren hoch, dann sollte er funktionieren. Interessant, gut, dann soll ich jetzt irgendwas hochfahren. Oh nein, Aufräumtruppe! Nebenbei könnte ich eigentlich... Alter, nehmen. So, macht Upgrades. Erstmal das machen. Damit ich jetzt hier meine Machtblitzchen upgraden kann. Das nächste Mal, was nehme ich denn das nächste Mal? Blitzschild? Nee. Kann ich hier irgendwas upgraden? Ja, von mir aus. Da irgendwas wäre schon. Hier gibt es noch irgendwas für eins. Da gibt es irgendwas für eins. Cool. So, jetzt gucken wir mal, wie unsere neuen Blitze wirken. Wie wirken sie? Nicht besser als vorher. Ich bin immer noch genauso schnell tot. Ja, ja. Gut. Hi. Was bitte? Ich habe sie nicht verstanden. Haben sie was gesagt? Was von Bedeutung? Hallo? Hallo, ich gehe wieder, ich hab's mir anders überlegt. So. Ne, ich hab's mir doch nicht anders überlegt. Du stirbst jetzt. Was muss ich hier machen? Sehe ich anders. Was muss ich hier machen? Ich musste doch Generatoren hochfahren, ne? Vor allem, ich krieg auch keine Anzeigepfeile. Habe ich einen Bug? Das wäre sehr unerwünscht. Ah, ne, doch, da. Deswegen muss ich. Musste noch gar nicht den bösen, dunklen Trupp da kaputt schlagen. Nein, ich will jetzt da nicht lang. Komm! Ja, vor allem, wie lange waren wir weg? Oder besser gesagt, wie schnell bauen die so einen Scheiß? Ich meine, hallo? Das baut sich ja nicht 5 Minuten auf. Vielleicht doch, ich weiß es ja nicht. Kann man hier rein? Keine Ahnung. Und drunter kann man auch nicht. Jetzt muss ich hier drauf. Und dann da drauf. Dann da drauf. Hallo? Was? Geladen? Boah. Genau, laden wir die Generatoren auf. Bringt's was, wenn ich hier lang springe? Nein. Bringt's was, wenn ich da lang springe? Nein. So. Erster von 3 Generatoren. Überall TIE Fighter. Was passiert eigentlich, wenn ich das Ding hochfahre? Das sieht nicht sehr nett aus, was die mit dem Viech gemacht haben. Aber es war auch nicht sehr nett zu mir, also von daher. Felucia ist Esel. Ich spüre. Ich kann das Leid dieser Kreatur spüren. Es ist schrecklich. Könnt ihr vielleicht den Schmerz der Kreatur irgendwie lindern? Könnt ihr die Kräne zerstören, die sie festhalten? Ich kann es versuchen. Danke. Wird er jetzt etwa gut? Was ist denn das? Das ist doch kein Starkiller, hallo?
Kräne? Wieso Kräne? Was für Kräne? Ich kenne keine Kräne, hallo. Moment, da. Hallo. Muss ich da jetzt draufklettern oder was? Nebenbei mal Generator anmachen. So. War ein Fehler. Ich hab's mir anders überlegt. Komm schon da oben. Oh, wie komme ich denn jetzt da ran? Au. Moment mal. Wir wollen mal das Leid dieser armen Kreatur lindern. Ich weiß zwar nicht, was es ist oder ob ich das tun sollte, aber ich mach's mal. So, müsste das doch eigentlich ziehen. Junge. Zieh den Scheiß doch. Du bist unfähig manchmal. Du bist manchmal so unfähig, Starkiller. Hat dir das schon irgendjemand gesagt? Wenn nicht, dann sage ich es dir jetzt. Du bist manchmal ein unfähiger Volltrottel. So, hilft es, wenn ich hier hingehe? Ich sehe die Scheiße doch. Dann halt nicht. Ich habe die ganze Zeit auch jetzt hier, was ist das? RT? RT gedrückt. Fuck! Das war zu laut. Wo bin... Nein. Wie konnte... Juno, seht ihr das? Ja, ich sehe das. Wieso in aller Welt würde das Imperium so etwas machen? Sie brauchen keinen Grund. Aber ich wette, sie verfolgen die letzten verbliebenen Felucianer. Master, den Imperialen Generatoren zufolge wird der zentrale Lüft von Generatoren auf den einzelnen Krüppler vorgesteuert. Fahren Sie Generatoren hoch, dann sollte er funktionieren. Wozu ist das Ding überhaupt da? Ich verstehe es immer noch nicht. Moment, so, komm. Nee, dir, guck doch mal. Ich will jetzt auch nicht da drauf rumspringen, weil ich wette, dass ich da dann eh wieder runterfalle. Und wir wollen das jetzt nicht nochmal sehen. Also nicht nochmal als eh schon. Weil ich auf meinem Gamepad rumgeguckt habe. Gleich ist eh die Folge vorbei. Ihr habt es gleich geschafft. Dann ist eure tägliche 20 Minuten Leiden vorbei. Hup. Wiedersehen. Habe ich nicht da unten gekämpft? Ich weiß nicht mehr. Das sind aber viele Sturmtruppen. Hallo. Überall. Das ist ja lustig. Für den Fall war es doch wert, oder? Da, wiedersehen. Ein langer, langer Fall. Juno, ich spüre... Ich kann das Leid dieser Kreatur spüren. Es ist schrecklich. Könnt ihr vielleicht den Schmerz der Kreatur irgendwie lindern? Könnt ihr die Kräne zerstören, die sie festhalten? Ich kann es versuchen. Danke. Lass sie nicht in die Nähe der Kräne! Ja, die Kräne zerstören. Wie soll ich denn das machen, ne? Ne, die Winde brauche ich ja. Oder kann ich auf das Seil drauf? Seil? Ich weiß nicht, das ist glaube ich eher eine Energieleitung. Komm.
Lalala, nee, komm, das geht nicht. Ich komm da nicht ran. Oh Junge, was ballert da schon wieder? Hallo. Diese Blitzimmunität regt mich langsam auf. Dafür bist du nicht Machtdämon. Was hätten wir ja, würden sie mir jeden Spaß nehmen. So, jetzt falle ich nicht nochmal runter, keine Sorge. Das Ding hier bricht eh nachher ineinander zusammen. Moment mal. War ich da schon? Nein, da war ich noch nicht. Gut. Hallo. Ich müsste diese Kräne hier zerstören, oder was? Nee, die versorgen auch den ganzen Scheiß mit Strom. Junge. So, komm. Was? Wonach suchen? So. War's das? Komm. Hallo? Ah, da. Ich könnte hier irgendwelche... Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Clown, glaube ich. Keine Ahnung. Könnte ich hier abreißen und auf die Trottel werfen. Fuck. So. Jetzt muss ich, glaube ich, in die Mitte. Ich glaube es aber auch noch. Ein Holocron. Guck doch mal. Kann ich da drauf? Ja, jetzt kommt wieder Kletterpartie. Oh. Doch keine große Kletterpartie. Komme ich von hier aus an die Scheiße ran? Alter, so wahrscheinlich erst recht nicht. Gut, hallo. Ja? Und? Oh, die Folge ist zu Ende. Sicher, jetzt erst. Geil! Wir sind jetzt im Inneren des Viech. Ja, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen uns. Ciao.